Die Versicherungsthematik ist etwas kompliziert und subtil. Und daher werde ich die Frage nur grob umrissen beantworten. Es muss aber auch eingangs festgehalten werden, dass das eine allgemeine Antwort ist, keine spezifische Antwort. Denn in spezifischen Fällen bestimmter Personen kann die Antwort anders ausfallen. Das ist also nur allgemein, unabhängig von speziellen Lagen und Situationen beantwortet. Dass die Thematik der Versicherungen ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz neu. Also schon im 19. Jahrhundert haben einige Fuqaha sich zu diesem Thema geäußert. Einer der frühesten, der sich dazu geäußert hat, ist Ibn Abidin al-Hanafi, ein hanafitischer Fiqh-Gelehrter. Und es gab auch zu den Thematiken der Versicherungen viele Konferenzen von islamischen Räten, Fiqh-Räten und so weiter in den 70er Jahren und danach. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Versicherungen. Die Versicherungen, die wir hier im Westen kennen, die sich auch in den Osten verbreitet haben mittlerweile, das sind diese kommerziellen. Die kommerziellen, also Versicherungen, die darauf ausgerichtet sind, Profit zu gewinnen. Und da um diese Form von Versicherung handelt ja deine Frage. Dann haben wir auch sogenannte Versicherungen, die sich At-Tamin At-Takafuli oder At-Ta'awuni bezeichnen im Arabischen. Das sind sozusagen die kooperativen Versicherungen. Die kooperativen Versicherungen. Darüber werde ich noch am Ende, am Schluss der Antwort, etwas hierüber erwähnen. Nun, man definiert die Versicherung mittlerweile wie folgt, also diese Definition hat sich eigentlich durchgesetzt. Man sagt, dass die Versicherungs- oder der Versicherungsvertrag ein Vertrag ist zwischen zwei Parteien, dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Und bei diesem Vertrag verpflichtet sich der Versicherer, dem Versicherungsnehmer einen bestimmten monatlichen oder jährlichen Betrag zu zahlen, um im Gegensatz eine bestimmte Leistung vom Versicherungsgeber zu bekommen, beim Vorliegen bestimmter Situationen wie Unfälle oder Schäden oder derartiges. Also es ist ein Austauschvertrag. Es ist ein Austauschvertrag, also wie ein Handel oder eine Vermietung, da jeder Vertragspartner sich dazu verpflichtet, im Gegensatz zu einer bestimmten Leistung etwas zu leisten oder etwas zu zahlen. Das ist die Natur des Handels, der Vermietung und derartige Verträge, bei denen handelt es sich eben nicht um Spende- oder Geschenkverträge. Ebenfalls sehen wir aus dieser Definition, dass es sich bei dem Vertrag oder bei der Versicherungsprämie, es handelt sich bei diesem Vertrag um eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er beruht auf eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für beide Parteien, für den Versicherer als auch für den Versicherungsnehmer. Nun, die kommerziellen Versicherungen, die Mehrheit ist der Auffassung, dass sie verboten ist. Und wie gesagt, diese Antwort ist allgemein. In spezifischen Situationen kann anders geantwortet werden. Also die Mehrheit der
Der Leute sind der Auffassung, dass diese Versicherungsformen die kommerziellen Versicherungen verboten sind und das aus verschiedenen Gründen. Einer der offensichtlichsten Gründe für das Verbot der Versicherungen ist, dass sie zwei Eigenschaften haben, die beide in den Verträgen verboten sind. Nummer 1, Al-Gharar, und 2, Al-Jahala. Al-Gharar und Al-Jahala. Al-Jahala heißt also die Unklarheit oder Unwissen. Und Al-Gharar beinhaltet Schwindel, Betrug, Übervorteilung und Täuschung. Also Al-Gharar ist all das, dessen Ende und Ausgang man nicht abschätzen kann, abwägen kann. Verträge, bei denen man ihren Ausgang nicht genau oder ungefähr abschätzen und abwägen kann. Das ist Al-Gharar. Und dazu gehört auch die Übervorteilung. Und die kommerziellen Versicherungen beinhalten diese zwei Eigenschaften in einem sehr großen Ausmaß. Denn der Versicherungsnehmer weiß zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht, was er erhalten wird. Im Gegensatz. Er weiß auch nicht, was er entrichten wird. Also zahlt er bei der Lebensversicherung. Zahlt er 10 Jahre und dann stirbt er, oder zahlt er vielleicht 50 Jahre und stirbt dann, oder vielleicht nur ein Jahr, er weiß es nicht. Es ist ja eine Lebensversicherung. Wenn es natürlich so gehandhabt wird, auf Leben, solange man lebt, das weiß ich aber nicht genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt zumindest immer noch der Rara und der Jahala, die Jahala. Also das Unwissen und die Unklarheit auf der anderen Seite. Er weiß nicht bei anderen Versicherungsarten, was er erhalten wird und ob es dem, was er ausgegeben hat und entrichtet hat, äquivalent ist oder nicht. In einem Hadith, der Sahih ist, da lautet es: Naha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bay' al-gharar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbat jeden Handel, der den Gharar beinhaltet. Nun, eine Bedingung oder zwei Bedingungen des Handels, jeder Art von Handel, sind, dass das Verkaufsgut oder das vermietete Gut oder die Leistung, je nachdem was es auch ist, genauestens begrenzt ist. Also dass genauestens definiert wird, was bekommen wird und was gegeben wird. Und das ist natürlich bei der Versicherung nicht so ganz der Fall. Denn es basiert ja nur auf einer Wahrscheinlichkeit. Zweitens, die Jahala, wie gesagt, das heißt die Unwissenheit, die Unklarheit, ob du überhaupt eine Gegenleistung bekommst. Und auch die Jahala ist verboten. Daraufhin deutet unter anderem der Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert wird: Naha anil munabadha, wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay' ila ar-rajul qabla an yuqallibahu aw yanzur ilayh, wa naha anil mulamasa, wal mulamasatu lamsu ath-thawb la yanzur ilayh. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbat die al-munabadha. Al-munabadha, das heißt,
dass der Verkäufer dem Käufer sein für den Kauf bestimmtes Kleidungsobjekt zuwirft. Und so kommt das Geschäft zustande. Also mit dem bloßen Zuwerfen, die einigen sich natürlich vorher, mit dem bloßen Zuwerfen ist das Geschäft betätigt, ohne dass er die Ware prüfen kann oder sich genauer anschauen kann. Und warum ist es verboten? Wegen der Jahala. Er weiß nicht, was er da bekommt. Und schlimmer ist es, wenn er überhaupt nicht mal weiß, ob er überhaupt was bekommt. Und ebenfalls sagt er dann im Hadith, und er verbat auch die Al-Mulamasa. Al-Mulamasa ist etwas Ähnliches, dass der Käufer das Kleidungsstück durch die bloße Berührung kauft. Also die einigen sich darauf, wenn du hier, wenn du ein Kleidungsstück berührst, dann hast du es gekauft oder dann musst du es kaufen, beispielsweise für diesen und jenen Preis. Und durch das Berühren kommt dann der Kauf zustande, ob er sich das dann genau angeschaut hat oder nicht, ob er genau weiß, was es ist oder nicht. Das ist auch verboten wegen der Jahada, wegen der Unwissenheit über das verkaufte Produkt oder das erkaufte Produkt. Ebenfalls, wie du auch in deiner Frage erwähnt hast, hat das einen Charakter des Glücksspiels. Und das ist mehr als offensichtlich, dass die Versicherungen einen Glücksspielcharakter haben, wobei das aber nicht unbedingt der einzige Grund ist, warum es verboten ist. Ebenfalls beinhalten Versicherungsverträge einen Riba-Charakter nach der Auffassung mancher. Darauf möchte ich aber nicht eingehen, denn das hat dann mit einem anderen Thema zu tun. Das bringt uns dann auf die Frage, gehören die Gelder, die Währungen zu den Ribawiyat oder nicht? Das ist eine andere Sache, darauf möchte ich dann jetzt nicht eingehen. Ja, das sind einige Gründe, warum die Versicherungen verboten sind. Aber wie gesagt, das ist eine allgemeine Aussage. In gewissen Situationen ist es erlaubt, dennoch eine Versicherung abzuschließen, wenn zum Beispiel ein unerträglicher Schaden entstehen würde, würde man das nicht tun. Beispielsweise jemand hat eine bestimmte Krankheit und die Kosten, die für die Behandlung dieser Krankheit entstehen, sind nicht im Bereich, befinden sich nicht in einem Bereich, die ein normaler Mensch tragen kann. Unmöglich. Aufgrund der überteuerten Preise. Hier zum Beispiel wäre es legitim, dass er diese Versicherung abschließt. Oder jemand möchte ein Geschäft betreiben und internationales Geschäft betreiben und es ist nicht möglich, dass er auf diese Geschäfte eingeht, nur mit einer Versicherung. Oder er möchte eine GmbH gründen und er muss eine Haftpflichtversicherung haben. Auch hier ist das legitim, eine Versicherung abzuschließen, denn sie ist nicht Zweck der Sache, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Außerdem erwähnen die Fuqaha, dass der Rarar, also das, was ich am Anfang erklärt habe, bei der Haja legitim ist, denn er ist nicht verboten wegen dem Rarar, sondern weil er ist verboten und die Jahala ebenfalls, weil sie zu Streitigkeiten derartigen führen können, zu Täuschung und derartigem. Von daher ist es bei Bedarf und Not erlaubt. Gleiches gilt für die Pflichtversicherungen, wie etwa die Autoversicherung, die Rentenversicherung, die Krankenversicherung und derartiges. All dies ist der Situation entsprechend erlaubt und alles, was über die Haja geht, ist nicht erlaubt. Also alles, was über den Bedarf geht oder also wenn kein wirklich triftiger Bedarf im Grund besteht, eine derartige Versicherung einzugehen, dann ist es nicht erlaubt. Wallahu a'lam.
وصلى الله على نبينا محمد.